Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video am 23.03.2021. Das ist mein erstes Video, das ich wieder ohne Stream mache. Und ich möchte euch was erzählen, deswegen nehme ich das Video auf. Und dazu bin ich auch kurz im Stream einge darauf bin ich auch kurz im Stream eingegangen. Aber das war zu unruhig, um das zu erklären. Und ich habe es auch gestern schon erzählt im Stream. Ich will ja ein zweites Buch schreiben. Und zwar, es heißt Die andere Seite der Couch, Psychotherapie und ihre Auswüchse. Und ich habe dazu schon 36 Seiten formatiert geschrieben. Und suche jetzt noch drei Leute, die Depressionen, Psychosen oder so weiter haben, psychische Erkrankungen, die aber nicht gefährlich sind, aber psychische Erkrankungen, die meiner ähnlich sind mit Depressionen und so, die mit mir schreiben und die genau diese Kapitel, die wir aufgeschrieben haben, vervollständigen mit ihren Geschichten, um mein Buch so ungefähr 200 bis 300 Seiten dick zu machen. Ich habe gestern mit, also heute war Sonja da, ich habe gestern mit Daniel 2 Stunden daran gearbeitet, so Kurzkapitel zu formulieren, die ich von den drei Leuten brauche, die mitarbeiten. Ich kann euch das kurz vorspielen, wenn ihr das hören wollt, was wir da geschrieben haben, wenn es laut genug ist. Und ich möchte aber nur kurz zu Ende erzählen. Wir haben schon eine Freundin von Daniel kontaktiert. Die nimmt sich jetzt 2 Wochen Zeit und überlegt sich, ob sie teilhaben will. Ich kann nicht mit Geld locken oder prozentualen Anteilen, weil ich noch keinen Gewinn mit dem Buch gemacht habe oder noch keine Finanzierung habe und auch den Druck und die Werbekosten finanzieren muss. Dann muss ich auch von was leben und ich möchte allen Beteiligten so um die 5% zusprechen, aber ich kann das noch nicht offiziell oder noch nicht hundertprozentig, weil das eben noch nicht möglich ist. Aber 5% werden schon drin sein. Das ist schon viel für eine Co-Arbeit oder für Ghostwriter. Oder es sind keine Ghostwriter, es sind Co-Autoren. Aber für Daniel auch und für Sonja so um die 5%, 3 bis 5%. Und der Rest bleibt halt an mir. Wenn ich mit, ich möchte eine Startnext-Kampagne wieder schalten. Wenn ich damit genug Geld für den Druck einnehme und sich das Buch gut verkauft, dann ist es gut und dann können wir das aufteilen. Wenn sich das nicht rentiert, gehen halt alle ohne Geld nach Hause. Aber mein letztes Buch hat sich um die 700 Mal verkauft. Und eigentlich sogar mehr, weil iPubli hat ja auch noch einige 100 Stück verkauft. Eigentlich hat es sich 1000 Mal verkauft. Und ich habe davon nur geringen Gewinn gemacht. Von den 700 Stück schon viel. Aber von den 300 Stück, die dann noch weggegangen sind, habe ich wenig Gewinn gemacht und meine Co-Autorin gar nichts. Das tut mir auch leid. Aber ich konnte das nicht ansparen und jetzt kann ich für 300 Bücher das nicht auszahlen.
weil das monatliche Beträge waren, die reingekommen sind und immerhin so 10 bis 20 € Beträgen. Und über Amazon und so habe ich vielleicht 2 € pro Buch verdient. Das ist nicht viel, das Buch hat 14,90 € gekostet. Das ist natürlich viel mehr, als ich bei Amazon oder anderen Vertriebsstellen verdient habe. Aber um die 1000 Mal hat sich das Buch verkauft. Ungefähr schätzungsweise 700 Mal offiziell und noch einige Mal mehr inoffiziell. Und ja, das ist einfach eine gute Voraussetzung für ein weiteres Buch. Und ich möchte einfach, es gibt so viele Therapeuten, die über ihre Patienten und deren Erfahrung schreiben. Und ich möchte aus Patientensicht über Therapeuten und Erfahrung mit Therapeuten schreiben. Und das ist mein Ziel. Ich glaube, dass das schon eine geniale Idee ist und dass ich da an was Gutem arbeite, aber dass es sicher noch ein halbes Jahr dauern wird, bis ich das fertig habe mit 3 anderen, weil ich denen natürlich auch genug Zeit geben möchte. Und soweit ich jetzt absehen kann, habe ich ein halbes Jahr Zeit mir gesteckt für die Fertigstellung des Buches und hoffe, dass ich noch 3 finden, die mitschreiben, aber auch ehrlich sind und nicht irgendwelche Krankheiten erfinden, nur damit sie 5% Anteil bekommen. Und man kann auch Namen ändern, wenn man nicht offiziell im Buch vorkommen will. Und wenn man es aus Hilfsbereitschaft ohne Finanzierung machen möchte, ist es mir natürlich noch lieber. Aber darum geht es jetzt nicht in erster Linie. Ich hoffe einfach, dass jemand das Video sieht und sich dazu bereit erklärt, sich bei mir zu melden. In meiner Infobox steht meine E-Mail-Adresse, meine Facebook- und Instagram-Adresse. Und ihr könnt mir überall schreiben. Ich bräuchte nur einen Nachweis, dass ihr wirklich diese Krankheiten habt, die ihr angebt. Das heißt, ärztliche Befunde und so weiter mit euren Namen drauf, um das, weil ich möchte nicht Lügen verbreiten oder die Geschichten von anderen. Und ja, ich spiele euch jetzt mal das vor, was ich mit Daniel geschrieben habe. Jetzt muss ich noch etwas lauter stellen. Einen Moment noch. Jetzt muss ich es erst rausgucken.
Sprachausgabe startet jetzt. Die andere Seite der Couch für Hochhurter Appi und ihre Auswüchse. Prolog, wer bist du? Erzähle über dich und deine Kindheit. Kapitel 1, wie hat alles angefangen? Kapitel 2, Diagnose und was sie alles mit uns macht. Was war dein Diagnoseverfahren? Wie hat sich das auf deinen Körper, Seele, Psyche ausgewirkt? Hat dir deine Diagnose eine Art Zugehörigkeit gegeben? Wie hat Freundeskreis und Familie reagiert? Kapitel 3, Wege bis zur Therapie. Brauchtest du ein Gutachten? Wie hast du dich bei der Erstellung des Gutachtens gefühlt? Wie war die Therapeutensuche? Kapitel 4, die erste Psychotherapiesitzung. Wichtigstes Kapitel, ausführlich wie möglich. Wie war das erste Gespräch? Warst du alleine oder mit Begleitung? Bist du gleich beim 1-Therapeuten geblieben? Hast du oft gewechselt? Wurdest du ernst genommen? Wie war der Beziehungsaufbau? Kapitel 5, psychiatrische und medikamentöse Behandlungen. Warst du stationär in einer Einrichtung? Wie lange? Wo warst du? Wie oft warst du? Welche Therapieformen gab es? Was hat dir am meisten geholfen? Welche Medikamente? Welche Nebenwirkungen hattest du? Haben dir die Medikamente geholfen? War Humor in der Psychotherapie erlaubt? Kapitel 6, wie war dein Weg raus? Wie lange dauerte die Erkrankung? Wie bist du rausgekommen? Hatte es Spätfolgen? Hättest du in deinem Leben etwas anders gemacht? Hattest du Rückfälle? Redest du über deine Krankheit? Welche Ratschläge würdest du anderen geben? Meint, 30 Seiten und max 50 Seiten. Das heißt maximal 50 Seiten, mindestens 30 pro Person. Und ich glaube, dass man schon auf die 50 Seiten kommen kann. Und dass das jetzt so computerisch, computermäßig geklungen hat, ist, dass ich es von meinem Vorleseprogramm vorlesen habe lassen. Und bis ich das vorgelesen habe, vergehen Stunden. Ich kann nämlich nicht laut lesen. Ich kann leise lesen, aber nicht laut. Beginne ich immer zu stottern. Aber wer meinen Kanal kennt, weiß das schon. Ja, und das war das, was uns die letzten Tage so beschäftigt hat. Und wenn Daniel am Donnerstag wiederkommt, werden wir an den Kapiteln weiterschreiben. Weil mir fehlen dazu auch noch einige Kapitel. Naja, das war alles von meinem Video. Danke fürs Reinschauen. Ciao. Eure Ines.